Johann Heinrich Voss, Dichter des Hains, 1772 bis 1775, Barfüßerstraße 16. Johann Heinrich Voss. Johann Heinrich Voss, geboren am 20. Februar 1751 in Sommersdorf, gestorben am 29. März 1826 in Heidelberg, war ein deutscher Dichter und Übersetzer berühmter Klassiker. Leben. Als unehelicher Sohn des Landmanns Johann Heinrich Voss 1714 bis 1778 und der Organistentochter Katharina Dorothea Karsten 1718 bis 1798 wurde Voss in Sommersdorf bei Wahren-Müritz geboren und wuchs als ältester unter fünf Geschwistern in Penzlin auf, wo sich sein Vater, der als ehemaliger Kammerdiener viel von der Welt gesehen hatte, als Zolleinnehmer, Gastwirt und Schulhalter niedergelassen hatte. Sein Großvater war ein freigelassener leibeigener Handwerker. Für Voss war diese Herkunft aus den untersten Gesellschaftsschichten ein Leben lang prägend, besonders in seiner Beurteilung der Französischen Revolution und des Adels. Nachdem Voss 1766 bis 1769 die Gelehrtenschule in Neubrandenburg besucht hatte, nahm er eine schlecht vergütete Hauslehrerstelle in Ankershagen an, da er für ein Studium kein Geld hatte. Auf Einladung von Heinrich Christian Boyer, dessen Aufmerksamkeit er durch Gedichtbeiträge für den von Boyer begründeten Göttinger Museenalmanach erregt hatte, besuchte er seit 1772 die Universität Göttingen. Hier studierte er Philologie und wurde einer der Gründer und der führende Geist des ersten deutschen Dichterbundes, des berühmten Göttinger Hainbundes. Der Bund traf sich oft in seiner kleinen Stube in der Barfüßergasse. Am 6. Juni 1774 wurde er Mitglied der Hamburger Freimaurerloge zu den Drei Rosen und dort auch am 22. April 1775 zusammen mit Friedrich Leopold Graf Stolberg zum Meister erhoben. 1786 verließ er die Freimaurerei im Streit mit der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. In zwei Briefen begründete er dies damit, dass die Geheimbündelei eine Täuschung sei. Er glaube nicht an die vorgeblichen Ziele und die geheimen Oberen seien offensichtlich die Jesuiten, eine zu dieser Zeit häufig vertretene Verschwörungstheorie. Nach Abschluss des Studiums 1775 überließ Boyer ihm die alleinige Redaktion des Museenalmanachs, den er bis 1800 herausgab. Von 1780 bis 1788 zusammen mit Leopold Friedrich Günther von Göcking. Voss zog nach Wandsbek in die Nachbarschaft von Matthias Claudius. 1777 heiratete er Boyers jüngere Schwester Ernestine. Von ihren Kindern wurde Hans Voss ein bekannter Architekt, während Heinrich und Abraham ebenfalls Philologen wurden und das Werk des Vaters fortführten. 1778 wurde er Rektor der Lateinschule in Otterndorf an der Elbmündung. Nachdem Voss und seine gesamte Familie im Spätsommer 1781 schwer am Marschenfieber erkrankt waren, verließ er mit seiner Familie 1782 Otterndorf, obwohl er das für diese Zeit ungewöhnlich freie und liberale Land Hadeln, dessen Hauptort Otterndorf war und dessen Bewohner schon im Mittelalter Wert auf eine Lateinschule für die Bürger der Stadt und Bauern der Umgebung gelegt hatten, sehr schätzte. Auf Vermittlung von Friedrich Stolberg übernahm er die Stellung als Rektor des Gymnasiums in Eutin. In einem Gedicht, das er 1780 mit dem Namen »An den Wind« verfasste, beschrieb er die schlechte Wasserqualität in Otterndorf. Diese Stadt, direkt an der Unterelbe im Einmündungsbereich des Stromes in die Nordsee gelegen, hatte ein Grundwasser mit sehr hohem Salzgehalt. Deshalb wurde oft das Trinkwasser aus höheren Gebieten, der Geest in der Wingst oder dem Westerberg durch Fuhrgespanne für ca. 1 Taler pro Fass geliefert. Das konnten sich aber nicht alle Menschen leisten. 1782 vermittelte ihm also sein Jugendfreund Friedrich Stolberg, der inzwischen Präsident der fürstbischöflichen Kollegien in Eutin war, die Stelle als Rektor der Gelehrtenschule, der heutigen Johann-Heinrich-Voss-Schule. Dort blieb Voss bis 1802, seit 1786 als Hofrat, als er um seine Versetzung in den Ruhestand ersuchte. Er wohnte hier nach kürzeren Aufenthalten in der Wasserstraße und dem ehemaligen Witwenpalais seit dem 1. Mai 1784 im Voss-Haus.
Die Jahre in Eutin wurden seine produktivste Zeit, deren Ende durch das Zerwürfnis mit Friedrich Stolberg eingeleitet wurde. Um die beiden Freunde herum sammelte sich der sogenannte Eutiner Kreis. Von 1802 bis 1805 weilte er als Privatier in Jena. Im benachbarten Weimar war er von 1804 bis 1806 als Professor am dortigen Wilhelm-Ernst-Gymnasium tätig. Obwohl Goethe ihn in seiner Nähe zu halten wünschte, folgte er der Berufung durch die badische Regierung zur Übernahme einer hochdotierten Sinekure-Professur an der Universität Heidelberg, die es ihm ermöglichte, sich bis zu seinem Tod völlig seinen literarischen Arbeiten, Übersetzungen und antiquarischen Forschungen zu widmen. Sein Grab befindet sich auf dem Heidelberger Bergfriedhof. Wirken. Voss war ein Mann von bemerkenswerter geistiger Unabhängigkeit und kraftvoller Sprache. In den Jahren 1785 bis 1795 veröffentlichte er in zwei Ausgaben eine Sammlung eigener Gedichte, die er später erweiterte. Die beste seiner poetischen Arbeiten ist wohl sein idyllisches Gedicht Luise, 1795. Indem er mit viel Erfolg versuchte, zeitgenössisches deutsches Geistesleben und Gefühl in der Form klassischer, antiker Poesie auszudrücken, also unter anderem in Hexametern. Goethe regte er dazu zu dessen Versepos Hermann und Dorothea an, das 1797 erschien. Siehe auch Goethes Reineke Fuchs von 1793, ebenfalls in Hexametern. In den mythologischen Briefen zwei Bände 1794 und in seiner Antisymbolik zwei Bände 1824 bis 1826, die er in Opposition zu Georg Friedrich Kreutzer 1771 bis 1858 schrieb und in anderen Schriften trug Voss Wesentliches zum Studium der Mythologie bei. Er betätigte sich auch als Fürsprecher des Rechts auf Religionsfreiheit. Zu einer Zeit, als zahlreiche deutsche Romantiker zur römisch-katholischen Kirche konvertierten, trat er durch einen aufsehenerregenden Artikel im Sofronizon 1819, einer von Paulus herausgegebenen Zeitung, hervor, der sich gegen den 1800 erfolgten Übertritt seines ehemaligen Freundes Friedrich Leopold Graf zu Stolberg zum Katholizismus wandte. In erster Linie sind es die Übersetzungen der großen Epen Homers, deren Voss seinen Platz in der deutschen Literatur verdankt. Seine Übersetzungen zeigen nicht nur profunde Gelehrsamkeit und Kenntnis der antiken Sprache und Verskunst, sondern auch vollendete Beherrschung der deutschen Sprache. Die berühmtesten seiner Übersetzungen sind die der homerischen Epen Ilias und Odyssee. Am berühmtesten und bekanntesten ist seine Übersetzung der Odyssee geworden, die 1781 erschien und deren einprägsame, bildhafte Sprache Generationen deutscher Leser mit Homer vertraut machte, aber durch Voss' Übersetzung der Ilias wurde erneut auch Goethe zu dem unvollendeten Werk Achilles angeregt. Voss übersetzte auch Hesiod, Theokrit, Bion und Moschus, Vergil, Ovid, Horaz, Tibull, Properz und andere klassische Dichter. Von Tibull bereitete er eine kritische Ausgabe vor. 1818 bis 1829 veröffentlichte er in 9 Bänden eine Übersetzung der Dramen William Shakespeares, die er mit Hilfe seiner Söhne Heinrich und Abraham angefertigt hatte, die ebenfalls gelehrte und befähigte Übersetzer waren. In seinem Namen werden der Johann Heinrich Voss Preis für Übersetzung und der Johann Heinrich Voss Preis für Literatur verliehen. Voss' Verdienste über die Übersetzung der Klassiker fasste sein Zeitgenosse August Thieme in eine Strophe seines Gedichtes Weihe aus dem Jahre 1809. Der biedere Voss, von dessen Silberwaage ist heller, heller durch Germanien klingt, der bei der Füße gleichem Wechselschlage streng um den Strophentanz den Zügel schlingt und aus der Sprache Grüften hoch zutage uns unermesslich reiche Schätze bringt. O viele nennen sich die Eingeweihten, doch er nur ist der Fürst der deutschen Seiten. Johann Heinrich Voss ist international breit bekannt. Morris L. West zitiert den Trinkspruch des alten Johannes Heinrich Voss: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang, in seinem Roman Harlekin, 1978, Seite 221.